Hallo und willkommen im neuen Video von mir. Heute möchte ich diesen Action-Block hier verbasteln. Der ist wirklich sehr, sehr schön, sehr glatt. Der fühlt sich ganz toll an. Und hier seht ihr ganz kurz die Designs, die drin sind. Immer vier. Und diese zwei Vellum-Blöcke möchte ich auch gern benutzen. Und diese zwei Die-Cuts, Ausstattungen, diesmal bei Action Club. Und jetzt fangen wir an. Ich nehme mir eine Karte von Faltkarten in Taupe. Das ist übrigens Kartendesign 1 bis 7. Also ich habe damit 8 Karten gemacht. Und da habe ich mir zwei Papiere zurechtgeschnitten. Eins ist deutlich kleiner als das andere. Hat eben so ein schmales, etwas so circa 1 Inch. Und der Rest hat eben das, was halt eben dazu passt, wenn man eine 10,5 x 14,8 Karte hat. Die klebe ich halt eben mit Washi-Tape zusammen und verbinde das mit einem Washi-Tape, was dazu passt. In diesem Fall ist es auch so Taupe und ist auch von Action, das Washi. Noch mal aus einem Set. Genau, ich lege es halt eben an, um zu schauen, ob das halt eben wirklich überall der gleiche Abstand ist. Ich empfinde es als überall circa gleich. Also klebe ich das jetzt fest und jetzt wird darauf geachtet, dass es auch da überall gleich der Abstand ist. Und ja, das ist nicht ganz so, also schneide ich dann noch so ein bisschen was ab. Ist ja nicht so schlimm, fällt ja nicht auf, wenn die Karte jetzt 1 mm weniger hat. Ich drücke nochmal es fest und werde ein Rechteck, was ich mir aus diesem Designpapier ausgeschnitten habe, auf einen Faltkarton legen. Faltkarton? Auf einen Karton legen, was die gleiche Farbe hat, Taupe. Und das klebe ich jetzt auf die Karte drauf, so ein bisschen quer. Genau, das fühlt sich so schön an, wenn man so drüber streichelt. So, auf einem Banner habe ich schon meinen Spruch fertig gestempelt. Und da binde ich noch so ein goldenes Draht drumherum, um eben so ein bisschen Akzent zu haben. Denn ich wollte jetzt nicht unbedingt wieder mit irgendwelchen Glitzerpärchen arbeiten. Und aber sonst war mir das einfach zu nackig, also habe ich mich für diesen Weg entschieden. Ist eigentlich für Schmuckbasteln gedacht, ist aber viel zu dünn dafür. Ich habe es auch bewusst so gekauft, um halt eben es für meine Karten zu nehmen. Ich habe es einmal in Gold und auch einmal in so Kupfer-Rosgold. Nee, ist das eher so Kupferton. Genau. Und das ist halt eben so ein kleiner Akzent an meinem Spruch. Jetzt klebe ich noch mit einem Flüssigkleber meinen weißen Einleger ein und dann sind wir auch mit dieser Karte schon fertig. Und hier zeige ich meine anderen. Ich fand, dass die beiden Designs so gut zusammengepasst haben. Deswegen habe ich davon ein paar mehr gemacht. Also dieses Peachige mit den goldenen Strichlein und die Dreiecke in Taupe und Gold. Und hier habe ich noch zwei andere Designpapiere zusammengetan. Habe dabei noch ein Blümchen benutzt und auch ein goldenes Blatt. Habe ich mir selbst ausgestanzt. Ja, genau. Das sind meine Karten nach diesem Layout. So, kommen wir zur Karte 8. Die gibt es nur einmal. Da habe ich dieses Eichhörnchen benutzt. Backeneichhörnchen, ich weiß es nicht genau. Ja, auf jeden Fall ist es sehr, sehr groß. Und ich habe schon zwei Aufleger mit der Krealis-Stanze ausgeschnitten. Das Halüle habe ich zugeschickt bekommen und habe es dann einfach nur mit der Stanzschablone von Semifilm ausgestanzt, weil das so eine Sprechblase ist. Mit dem Vellum hier unten. Den reiße ich mir so ein bisschen ein, um halt eben so einen Bruch zu haben auf der Karte, ne? Damit das Tierchen irgendwo sitzen kann. Und das klebe ich mir halt eben unten einfach fest. Ich biege das Vellum auch einfach nur um und klebe es da auch fest. Und das Überschüssige da wird noch abgeschnitten. Ja, einfach mit der Schere und unten, weil man es halt eben schon sehen würde. Doch mit meinem Cutter oder mit meiner Schneidemaschine. Ich sage immer Cutter. So, das Tierchen, das würde ich ein bisschen mit Abstand platzieren. Ja, also das muss ein bisschen sich erheben von dem Designpapier. Und ja, das ist echt süß. Das klebe ich jetzt halt eben fest. Ist von Action, so ein Klebeband. Und ja. Guck
nochmal drauf, dass der Spruch auch dazu passt und dann wird das Tierchen drauf gesetzt. Der Spruch wird auch mit Abstandsklebeband auf die Karte geklebt. Und dann kann das Eichhörnchen Hallöle sagen. Hallöle. Genau. Dann, ja, es ist Gold. Also eigentlich Gold ist das. Klebe ich jetzt fest auf meine die Langkarte. Die sind von Pipermenia. Und da wird noch ein bisschen drüber geputzt, weil da so ein bisschen Klebereste waren. Und dann kommt halt eben das, mein Aufleger auch noch drauf. Da reißt mir das ein bisschen, glaube ich. Ja, genau, der Kleber wollte da einfach nicht halten. Also nehme ich noch ein Stück Klebeband, Abreißklebeband und ja, klebe es auf meine Karte fest. Ja. Eine sehr schnelle Karte. Ein bisschen Verzierung brauche ich noch. Also nehme ich den Nouveau Vintage Drop in Schwarz. Der trocknet matt und teste ganz kurz, ob es gescheit was rauskommt und platziere hier und da einige Drops und klopfe ein bisschen ab, damit sie sich ein bisschen legen. Und ja, so ist die Karte schon fertig. So, kommen wir zu der Karte Nummer 9, die ist auch in dem Langformat. Da habe ich auch wieder die Kerli-Stanzen verwendet, diesmal eine andere, und klebe schon mal den ersten Aufleger, der so foliert ist, auf. Ich habe mir da auch schon was rausgeschnitten, was halt jemand auf die Karte soll. Und das wird jetzt auf eine Langkarte platziert. Die sind auch von Pipermenia, also 300 Gramm Grammaturkarton, schön fest. So mag ich das ja sehr ganz gerne. So, dann kommt jetzt Designpapier oben noch drauf. Das ist auch eine Krealis-Stanze. Auch super passend für unseren DIN-Langformat. Und dann noch auch eine Krealis-Stanze. Das klebe ich jetzt doch mit Flüssigkleber auf. Das hat jetzt irgendwie nicht funktioniert mit dem Klebeband. Das wird so in der Mitte platziert. Und dann habe ich so drei Kreise ausgestanzt. Die sind von AliExpress. Das ist nicht ganz gerade. Die sind so, weiß ich nicht, so wonky oder wie man das halt eben so genannt hat, also so unregelmäßig, sind auch gepunktet und da habe ich alles Gute drauf gestempelt und zwei kleinere, da kommen die Blümchen drauf. Die habe ich mit Abstand Klebepads auch versehen und dann noch so ein kleiner Rest. Sieht aus wie zwei Smileys, ne? Und ja, die kommen auf die kleineren Kreise drauf. So kommen auch ein bisschen was von diesen Stanzteilen auch auf meinen Karten drauf. Ich habe jetzt gar nicht so viele verwendet, wie ich gedacht hätte. Aber ein paar wenige haben es doch noch geschafft. So, das ist die Karte. Alles Gute. Jetzt kommen nochmal drei Karten in DIN lang. Diese Karte habe ich mir selbst zugeschnitten aus Farbkarton. Von Faltkarten in der Farbe Taupe. Hier klebe ich meinen Einleger auf und da auch wieder Krealis-Stanze. Die habe ich mir einmal durchgekurbelt in Weiß. Die platziere ich hier oben drauf und dann kommt das Designpapier, was wirklich sehr, sehr schön ist und das perfekt zu Taupe passt, wie ich finde. Wird auch noch drauf geklebt. Und da habe ich ein Oval aus Vellum ausgestanzt und das Blümchen, was im Set von Action dabei war, wird halt eben mit Abstand festgeklebt auf mein Oval und da halt eben, wo die Blume drauf ist, platziere ich auch den Flüssigkleber und klebe es auf die Karte. Halte es kurz fest. Dann zum Geburtstag habe ich Embossed, das ist mein neuer Rare-Stempel und habe ich weiß embossed und klebe es halt eben da oben fest, ohne Abstand. Und ja, so ein paar Nouveau-Drops können da auch noch drauf. Also habe ich mich für weiß entschieden und platziere hier und da einige Tropfen. Ja, unterm Vellum habe ich auch ein bisschen drauf gemacht und halte es ein bisschen fest. Und klopfe sie auch ein wenig ab, damit sie sich legen. Ja, und hier sind noch zwei weitere Beispiele. Einmal in Schwarz und weiß embossed, einmal mit diesen Olivgrün von Faltkarten und zwei Blümchen und ein bisschen Zweige, schwarzen Nouveau. Ja, das sind die drei Karten. Bei Karten 13 bis 19
Da habe ich von Colrike meine neue Standschablone verwendet und ja, habe dazu passende Standschablonen in meiner Sammlung schon gesucht und wurde auch fündig. Ich habe so eine kleine Rechtecke hier, die sind aber nur zweifach gestitcht. Das fällt aber, glaube ich, nicht so dolle auf und die verwende ich seitdem, damit es dazu passt. Und davon habe ich mir zweimal welche ausgestanzt, einmal auf Spiegelkarton und einmal also weiß. Und das matte ich hier auch noch mal ein bisschen, damit es sich das seitdem so abhebt. Und dann seitdem, ich versuche halt eben den Rand immer gleich abzuschneiden. Da war ich ein bisschen zu ungenau, also muss ich die anderen noch mal nachschneiden. Und hier kommt halt eben mein Spruch drauf. Den habe ich auch gemattet, den Banner. Und den Spiegelkarton habe ich auf weiß geklebt. Oder cremeweiß. Also das ist jetzt nicht so ein richtiges Weiß-Weiß. Ja. So, jetzt wird gestempelt. Und da verwende ich den Spruch viel Glück. Das sind zwei einzelne Stempel von Craft Emotion, die ich da zusammengelegt habe. Und ihr seht, ich habe vier Magnete. Im Laufe des Videos habe ich ein paar weniger. So, genau, jetzt die Karte, die ist ein bisschen, ja, die ist so ein bisschen schief. Ich weiß auch nicht. Dieses Paket war diesmal nicht so toll. Da habe ich dann immer Schwierigkeiten, es aufzukleben. Ja, deswegen muss ich es jetzt um die Hand nehmen. Manchmal klappe ich das auf, damit es mir nicht so absteht von meiner Glasplatte. Und deswegen nehme ich auch da häufiger jetzt mehr den Flüssigkleber, da es halt eben so absteht und ich immer Angst habe, dass es dann schief wird. So, da markiere ich mir, wo der Kleber hin muss. Dann nehme ich wieder so eine Klebemaus und ja, klebe die beiden Rechtecke zusammen. Schaue ich, welchen Bandschnur ich dazu nehme. Ich nehme jetzt auch den schwarzen. Der ist so ein bisschen, das ist ein Nylonband. Der ist ein bisschen anstrengend. Der ist ein wenig anstrengend, weil der, ja, der ist sehr rutschig. Aber den habe ich doch noch gehandelt gekriegt. Ein Schleifchen muss auch noch sein. Das muss man mal sehr stark zusammenziehen, damit es auch so bleibt. Und mit einem Glue-Dot klebe ich dann das Schleifchen an meinen Spruch dran. Ja, viel Glück. So, dann klebe ich das seitdem jetzt auf meine Karte fest. Ich habe jetzt nicht überall den Kleber drauf gemacht, also ein bisschen Flüssigkleber noch dazu. Und dann, ja, wird es auf dieser Karte draufgeklebt und dann auch noch die Rechtecke. Habe ich erwähnt, dass ich da noch was raufgestempelt habe, ne? So ein Blättlein. Blättlein muss aus irgendeinem Action-Stempel-Set sein. Und hier ist die fertige Karte. Und auch noch die anderen Karten, die ich nach diesem Kartenlayout gebastelt habe. Hier einmal in Schwarz mit einer anderen Pflanze drauf. Hier einmal Gratulation ohne Mattung. So eine Strukturkoralle ist das. Hier einmal ein Orange mit Herbstgrüße. Hier wieder Türkis und nochmal Türkis mit herzlichen Glückwunsch und hier wieder Schwarz. Ja, da habe ich es vergessen, den Einleger. Genau, das sind die Karten, die ich nach diesem Layout gemacht habe. Wir zur Karte 20 bis 27. Da habe ich auch wieder mit der Colrike-Stanze gearbeitet und habe also meinen Spruch embossed mit Rose Gold von Nonfong, weil ich fand, dass das so gut zu diesem Designpapier gepasst hat. Also diese kleinen Rechtecke, ja, das hat echt gut gematcht. Das habe ich zweimal embossed, damit sich das ein bisschen abhebt. Und habe auch geschaut, dass ich da irgendwie so ein passendes Papier finde, was halt eben zu diesen Dreiecken passt, die so peachy sind. Und ja, habe dann so einen Rest gefunden, ich weiß nicht mehr, woher genau das ist. Ich vermute mal, das ist Action oder ich weiß nicht so genau. Auf jeden Fall, das ist noch ein Rest und mehr davon habe ich auch gar nicht. Und diese zwei Blümchen baue ich halt eben zusammen. Die sind auch so gestitcht. Ich liebe gestitchtes Stanzen total. Und da kommt noch so ein Glasbubbelchen drauf. Die Bubbelchen habe Glasperlen, Acrylperlen, ich weiß es nicht. Die sind an der Seite flach, ne? Die habe ich auch von AliExpress. Das ist halt eben so eine Mischung in unterschiedlichen Größen. Die finde ich sehr, sehr schön. Die habe ich auch in Silber hier und auch in Durchsichtig. Und
Ja, und da platziere ich jetzt Zweige einmal so in Vellum. Ich entscheide mich aber doch kurz um und einmal in Weiß foliert. Ja, und die kommen da oben rechts ran und dann drüber das Blümchen. Und dann ist auch diese Karte dann fertig. Mehr, ja, habe ich da auch nicht drauf gemacht. Reicht auch, ne? Ich wollte das DSP auch nicht zu sehr verstecken. Genau, da habe ich zu viel Kleber benutzt. Ich halte es noch mal kurz fest, warte ein paar Minütchen und jetzt zeige ich euch die anderen Varianten, die ich nach diesem Layout gebastelt habe, nur mit anderen Designpapieren. Also das noch mal doppelt. Genau, die habe ich dann zweimal machen können und dann kommt einmal mit einer weißen Blume und weiß embossed und goldenen Zweigen. Dann habe ich auch noch mit Orange gearbeitet und alles Gute und grüne Zweige. Hier in Türkis und Gold und Glitzerpapier die Blume. Hier nochmal das Gleiche. Und hier in Taub und diesen Peachy, ne, da ist aber das Rechteck mir zu groß, habe ich dann nicht nochmal so gemacht. Das war meine erste Karte, ne? Und dann habe ich die zweiten anders gebastelt. Jo, genau, das sind die Karten. Der Karte 28 bis 29, also davon habe ich zwei Karten gemacht. Ich habe hier von Create is Mal die wunderschöne Stanze benutzt, davon die kleinste Variante. Ich weiß gar nicht genau, wie sie heißt. Ich habe nur mit Create is Mal mir notiert. Ja. Die benutze ich, also das ist meine Lieblingsstanze von Create is Mal. Und da bin ich nach einem Design gegangen, den ich bei auf Instagram gesehen habe, von einer Laurie, die ist auch ein Designteam von Create is Mal. Und ja, das wollte ich unbedingt mal nachmachen. Es hat sich auch gut ergeben, weil ich gerade sehr viele Reste auch hatte. Die habe ich dann durchgekurbelt. Wie ihr seht, hat das Papier manchmal gar nicht ausgereicht für ein ganzes Rechteck. Aber es ist ja nicht so schlimm, das schneide ich ja einfach oben dann wieder ab, ne? Das sieht ja kein Mensch. Und jetzt klebe ich sie alle so nebeneinander. Man muss sie ganz nah beieinander kleben, sonst geht das nicht auf. Ne? Da seht ihr das, ne? Joa. Und da arbeite ich mit einem Kleber, der nicht ganz so schnell anzieht, damit ich noch hin und her schieben kann, nicht zu lange warte. Ich weiß nicht, welche Maße Lori benutzt hat. Bei ihr hatte man zwischen den Bannern viel mehr Abstand. Vielleicht war das auch eine Amerikanerin und hat gar nicht A6-Format benutzt, sondern A2. Das weiß ich natürlich nicht. kann man nicht erkennen. Ja, aber ja, ich habe es probiert und es hat geklappt, wie ihr seht. Ja, ist nicht so schön wie bei ihr, aber ja, 1, 2, 3, 4, 5. Sie hat aber auch 5 Reihen benutzt. Ja, ich weiß auch nicht. Bei ihr hat es einfach mehr Abstand gehabt. Ja, macht ja nichts. Ich hatte trotzdem dabei Spaß und habe davon auch gleich zwei gemacht. Eine für mich selbst, um dann festzustellen, geht das auf und dann einer hat eben abgefilmt. So mache ich das ja häufiger. Ja, und jetzt auf einen Kreis, den ich schon ausgestanzt habe, benutze ich einen Stempel, der ist auch von Create is Mal. Dieses Jahr kann nicht mal. Ich finde, das ist ganz passend. dazu gehört auch noch ein Stempel, da steht, der frühe Vogel kam nicht mal. Aber ich habe keinen coolen Vogelstempel oder ja, also es muss ja auch irgendwie so ein Vogel sein, der nicht besonders süß ist, sondern so ein bisschen guckt, ne? Damit dieser Spruch passt. Ja, und da habe ich, ja, es verrutscht. Ihr habt gesehen, ich habe gar nicht genug Magnete gehabt. Und jetzt ziehe ich halt eben diesen Spruch mit einem Feinliner nach, damit ich diese Lücken ausfülle, nämlich noch einen etwas dickeren Stift und versuche es zu retten. Und ich verwende es auch, weil ich einfach zu faul war, es nochmal neu auszustanzen. Keine Ahnung, ich habe mir viel mehr Arbeit gemacht, aber ich wollte einfach nicht unterbrechen. Ne? Ich wollte einfach durchziehen. Und deswegen verwende ich diesen Stempelspruch dann auch. Ja, jetzt schneide ich dann noch so ein bisschen die Reste ab. Da ein bisschen zu viel gleich. Ja, naja. Ist passiert. Dann da ein bisschen noch Klebereste wegradieren und ja, dann ist auch erstmal so weit vorne fertig. Jetzt klebe ich noch den Einleger fest. Als Karte, ne? Sonst sieht man ja nichts, wenn man drauf schreibt.
Und da überlege ich ganz kurz, ob ich das mit Foamtape aufklebe oder nur ganz flach. Und ja, wie ihr seht, ich habe mich für flachen Schieben, benutze einen stark klebenden Kleber von Kreativ Bunt. Und ja, ein bisschen brauche ich da noch was. Also nehme ich mir ja die schwarzen matten Nouveau Drops. Vintage Drops nennen sie sich, ne? Und hier nochmal eine Karte auf einer weißen Karte mit zwei Blümchen noch dazu. Und auch dieses Jahr kann mich mal. 30 bis 35 ist auch eine Kartenidee, um halt Restepapiere zu verwenden. Da habe ich mir eine Stanze genommen, die halt eben ja Raute ist oder eine Diamantenform hat. Und die habe ich mehrfach durch schwarzen Tonkarton durchgekurbelt und auch durch Motivpapier. In diesem Fall jetzt nur zwei unterschiedliche Motive. Weil ich fand, dass dieses Türkis ja zu den anderen Resten, die ich noch hatte, nicht mehr gepasst hat. Ja, und jetzt schaue ich, wie ich den platziere, ganz da beieinander. Ab spontan entscheide ich mich, dass ich doch ein bisschen mehr nach unten schiebe. Und es ist leichter, wenn man immer die gleiche Größe hat. Ich habe ja noch ein paar andere Beispiele, die hier noch, die man gleich noch sehen wird. Da habe ich auch mal unterschiedliche Größen genommen. Dann ist es ein bisschen anstrengender, sie zusammenzulegen, aber hat auch einen coolen Effekt. Dauert aber länger. Ja. Hier arbeite ich auch mit einem Kleber, der nicht so schnell anzieht. Das ist der, ich glaube, hier ist das noch der Cola Glue, der aber, wie ich finde, dem Action alles Kleber identisch ist, von Geruch her und Verhalten her. Deswegen, ja, wenn Action offen hat, kaufe ich mir den Kleber. Wenn ich an den Kleber nicht rankomme, dann bestelle ich den Cola Glue. Meine Flasche ist jetzt auch, die jetzt auch alle, und jetzt würde ich auch den Action Kleber dann weiterarbeiten. Der Kleber zieht nicht sehr schnell an, man hat die Möglichkeit hin und her zu schieben, trocknet dann aber halt ihn ganz hart, ne? Ja, wie halt den Flüssigkleber halt ihm ist, ne? Die trocknen ja am Ende dann sehr, sehr hart. Dann ist die Karte starr. Jo, so da, die kleinen Pinöppelchen nehme ich aber doch einen schnell anziehenden Kleber, weil ich das gleich durchkurbeln will. Macht das bitte nicht, so wie ich. Wartet, bis es trocken ist. Ja, Olga hatte keine Geduld und wollte unbedingt weiterarbeiten, denn wenn gerade Ruhe ist, dann will ich mal zügig schnell, schnell weiterarbeiten und wollte nicht warten. Ja, und jetzt hat das nicht so gut durchgeschnitten und der Kleber ist mir rausgequollen, weil es noch nicht trocken war. Ja, einfach nur total ärgerlich. Und an einer Seite ist mir das auch noch abgerissen, weil sich das festgeklebt hat alles. Naja. Jetzt überlege ich gerade ein wenig, wie ich das retten kann und schaue nach Bändern, was die einzige Möglichkeit für mich ist, es zu verdecken. Und das Weiß ist zu weiß, das andere ist zu durchsichtig. Also nehme ich ein, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Baker's Twine, wie heißt denn das jetzt hier? Schnur, Band, Kordel? Kordel, glaube ich, ist ein gutes Wort. Ich nehme ein Kordel von Action, das ist so Off-White Gold, das gab es mal vor ein paar Jahren bei Action, gibt es auch bestimmt jedes Jahr wieder, so meistens so Weihnachtszeit. Und das ist jetzt nicht so besonders toll, weil das Gold sich stark ablöst von dem Band, aber wenn man das festklebt in meine Karte herum, dann ist es ganz gut. Ich habe es mal gekauft für den Adventskalender und ich habe noch mal ganz viel davon da. Und ja, und ich wickel das jetzt dreimal rum und dann sieht man auch nichts von dieser Stelle. Ja, und dann fixiere ich das hier eben hinten noch mit Klebeband. Und dann so würde ich das auch auf meiner Karte kleben. Ja, da muss ich dem ganz viel wegradieren, weil der Kleber halt eben nicht trocken war. Und durch das Durchkugeln ist mir der Kleber rausgequollen. So, jetzt stempeln wir mal wieder. Und ja, ich habe immer nur noch zwei Magnete. Bis heute habe ich sie nicht wiedergefunden. Joa, alles Gute in Schwarz. Mein Lieblingsschwarz von Weser Fein. Der ist so schön satt. Genau, ich habe es halt hier mit Tesa festgeklebt. Ja, und damit Abstandsklebepads, ja, platziere ich dann meinen Spruch auf die Karte. Die kleinen Dingerchen, die waren auch in diesen Stanzteilen-Paketchen drin, ne? Mit diesen Blümchen und diesen Herbstsachen, ne? Da waren die auch drin, ne? So, jetzt mache ich noch ein Schleifchen und ja, klebe es mit Glue dort fest und noch ein paar
Glasperlen kommen damit drauf und ja, der Kleber, also den könnte ich auch manchmal gegen die Wand schießen. So, den Kampf habe ich rausgeschnitten und jetzt kleben wir dem drei Perlchen drauf. So, jetzt sehen wir auch gleich die anderen Beispiele. Sind nicht alle hochkant, einige habe ich auch quer gemacht. Hier einmal zum Geburtstag alles Liebe und Gute in Türkis und nur zwei Perlchen. Da auch nochmal das Gleiche, aber unterschiedliche Restpapiere. Ne? Da hatte ich noch welche, die zusammengepasst haben. Hier in Taupe, aber mit einer anderen Stanze, wenn ihr das vielleicht seht, den Unterschied. Und hier auch nochmal anders. Alles Gute quer in Gold und Taupe. Und hier, ja, alles Liebe zum Hochzeitstag. Genau. Kommen wir zur Karte 36 bis 39. So langsam geht mir das Papier zu Ende und ich finde nicht mehr so viel, was zusammenpasst. Also es ist jetzt fast alles so, ja, so Ton in Ton, ne? Ja, es ist eher alles so türkis und ja, ich habe mich damit angefreundet, deswegen matte ich jetzt auch alles, damit es so ein bisschen trotzdem sich abhebt, dass ich da ein Rechteck habe, ein Banner, einen Spruch, ne? Und ja, da habe ich 10 mal 8 ungefähr Zentimeter Rechteck ausgeschnitten und klebe es auf dem weißen Papier. Und der Banner ist circa 1 Inch breit und knapp 10 hoch. Ist eine Querkarte, ne? Ja, und da versuche ich auch, dass es alle Seiten gleichen Abstand haben. Hat es mal wieder nicht. Also ja, ich muss es abreißen, es geht nicht anders. Aber ich habe es halt eben mit diesem durchsichtigen Kleber aufgeklebt und da konnte man noch abreißen. Jo, jetzt drücke ich das noch an und halte einen Moment fest. So, damit es überall den gleichen Abstand hat. Muss man wieder nachkorrigieren. Ja. Und da auch nochmal. Mann, was sind wir denn heute pingelig, Olga? So, jetzt da noch den Banner rausschneiden. Das klingt mir auch nicht immer gut. Jo, jetzt kleben wir mein Rechteck auf die Karte drauf. Das sind kleinere Rechtecke, ne? Man sieht den Unterschied hoffentlich. So, und der Banner soll halt eben oben mit dem Designpapier bündig sein. Und weil da in der Mitte ja zwei Lagen Papier drauf sind, muss ich da ein bisschen eine Erhöhung bauen. Wer die Videos von Christy McCart schaut, der sieht es, dass sie das ja wirklich regelmäßig macht. Und von der habe ich mir das auch abgeschaut und mache das hier bei diesem Banner und auch bei meinem Spruch. Arbeitsleben durchgestrichen Ruhestand. Und ja, damit es halt eben eine schöne Optik hat. Ne? Und das Papier fühlt sich so gut an. Echt, das fühlt sich so toll an. So angenehm. Ja, genau, da bereite ich das alles vor. Ich habe den Spruch auch noch, da ja auf weißen Farbkarton gestempelt ist, habe ich diesmal den türkisfarbenen Farbkarton verwendet, damit sich das auch etwas abhebt und nicht so verloren geht. Und auch etwas Abstand draufgeklebt, also Restepapiere, ne? Und jetzt wird das in der Mitte geklebt. Ja, und da kommt auch wieder Nouveau Drop zustande in matt, schwarz, weil da glänzt ja schon sowieso schon so viel, ne? Genau. 5 Tropfen sind es geworden. Ja, ich verprügel die Karte. So, hat sich abgesetzt. Ich bin zufrieden. Und jetzt zeige ich euch auch noch die anderen Beispiele. Da habe ich den Banner mit einer Stempelfarbe ein bisschen eingefärbt, damit es ein bisschen anders ausschaut. Und hier sind zwei mit diesen Designpapieren standen, das sowieso so unterschiedliche Farben ineinander hat. Ne? Und das habe ich dann gemattet mit diesem Olivgrün von Faltkarten. Ja. Und hier kommen wir zu der Karte 40 bis 45. Da arbeite ich auch nur noch mit Türkis. Türkisfarbenen Glitzerkarton. Das ist ja so ein Block, der war. Das sind ganz unterschiedliche Abstufungen in diesen, also das beginnt so ein bisschen mit Hellblau und endet so mit der richtigen Petrol. Und dazwischen hat jemand diese Türkis-Abstufungen. Den hat mein Mann mir mal mitgebracht, den gab es mal bei Woolworth. Ich glaube, den gibt es auch jetzt bei Action auch, weil das ist die gleiche Firma als diese Craft. Ja, und das matte ich halt eben alles. Und dieses Kartendesign habe ich ganz frisch bei der Christy gesehen. Also das ist 1:1 von ihr nachgemacht.
Bei den anderen bin ich mir da immer nie so sicher, weil ich mal ganz viel auf Instagram und YouTube gucke und dann weiß ich immer nie, bei wem hast du das jetzt gehabt, gesehen zuletzt. Und man kann ja nicht immer so eine Liste schreiben und alle erwähnen, ne? Deswegen, aber das weiß ich hundertprozentig. Da habe ich das Video gesehen und habe mich gleich rangesetzt und dann eine davon gebastelt. Und wenn es mir gut von der Hand geht, dann mache ich gleich ein paar mehr davon. Und ja, da habe ich ein Stück Papier mir ausgeschnitten. Ich nehme aber nie die Maße von ihr, weil es halt eben nicht zu unseren passt. Und bei mir muss es sowieso zu den Resten immer passen. Und ein Stück weißen Cardstock. Und den klebe ich dann mit Flüssigkleber auf mein Glitzerpapier drauf. Und da kommt auch der Spruch drauf. Genau. Und nach dem Layout ist es so, dass das rechts halt eben ein Herzchen ist. Hat sie aber auch nicht gemacht. Denn sie hat da auch kein Herzchen gesetzt. Da kommt immer ein Motiv drauf. Ne? Also bei mir kommt da mal ein Blümchen drauf, mal eine Eule drauf, ne? Immer was anderes. Werden wir ja gleich sehen. So, aber erstmal einen Spruch stempeln. Dann nehme ich in diesem Fall zum Geburtstag. Das ist der Raya-Stempel, der neue. Der wird erstmal schön eingeweiht. Der ist echt schön. Doppelt gestempelt, damit es schön zur Geltung kommt. Und dann klebe ich das auch auf meine Karte drauf. Ja, Dreiecke über Dreiecke. Ja. Und da kommt, ja genau, da kommt jetzt ein Blümchen. Das ist aus einem Standsteilen Adventskalender. Ist auch so, ja, Türkis, Petrol. Und es hat gut gepasst zu meinem Papier und zu meinen Mattungen. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden. Deswegen kommt es da drauf. Festgeklebt mit Flüssigkleber. Und da aber in der Mitte hat eben, ja, man durchgucken kann, dachte ich, ich nehme da was Goldenes. Eine goldene Perle. Da versuche ich zwei unterschiedliche Größen, aber die eine ist mir doch ein bisschen zu, die guckt so weit hoch und die ist zu klein. Also nehme ich eine, die ein bisschen größer ist. Man sieht eigentlich kaum einen Unterschied, aber ja, für die entscheide ich mich und die kommt dann in die Mitte mit rein. So, da ist die Karte. Und jetzt kommen noch die anderen Beispiele. Da einmal schön, dass du da bist mit so einem Bibi-Motiv, so ein kleiner Äffelein, Äffle, so ein kleiner Affe, meine Güte. Den habe ich auch aus dem Standsteilen Wanderpaket. Da habe ich mal koloriert, so ein kleines, meine Güte, so eine kleine Eule, die ist auch aus diesem Standsteil Wanderpaket. Und da, ja, ganz andere Designpapier, ne? Da habe ich ein Blümchen benutzt, fand ich, hat dazu gepasst. Da habe ich auch ein Blümchen verwendet. Und da habe ich zwei Gläser verwendet. Das ist eine Stanze von Action. Herzlichen Glückwunsch. Genau, es sind sechs Karten. Ja. So, kommen wir zu der letzten Karte, Karte 46. Da habe ich mir Vellum genommen und klebe es halt hiermit auf meine Karte fest mit so einem Klebeband, Klebemaus. Ja, ich öffne die Karte, weil es echt so, die steht so ab. Joa, und muss wieder abziehen und nochmal neu platzieren, weil es einfach, ja, nicht richtig saß. Jetzt drücke ich das an, damit der Kleber sich gut verbindet und habe halt eben auch mit der Kreet-Esmal-Stanze dreimal dasselbe Papier ausgestanzt. Eins habe ich aber mit Stempelfarbe eingefärbt, damit es ein bisschen anders aussieht. Weil die anderen, also die ganzen Reste haben dann für mich nicht mehr zusammengepasst und ja, ich habe mir Gedanken gemacht, was ich irgendwie noch verwenden könnte und habe dann nur noch diese Variante ausgedacht. Ich weiß nicht, ob es diese Kartensketch bestimmt gibt, den, ne, also bestimmt. Aber ich habe das mir so jetzt zusammengelegt und ist ja auch kein großer Aufwand hier, ne? Und habe dann den Spruch auf ein Oval gestempelt und dazu gibt es auch so eine, so eine Blümchen-Oval-Stanze und das kommt einfach darauf. Steht in der beste Wünsche von uns allen. Und ja, da fehlt aber noch ein bisschen was. Also nehme ich meine goldenen Perlen und platziere da noch drei Stück drauf. Ja, und da hilft mir mein Pika, der eigentlich für Nail Art gedacht ist. Gut. Und dann bin ich auch mit dieser Karte fertig.
Ja, zeige ich euch meine Reste. Die sind echt schon, das ist schon eine Menge, ne? Aber ich habe damit einfach nichts, ja, mir ist da nichts eingefallen. Und hier nochmal am Ende, ich weiß, das Video ist lang, zeige ich nochmal alle Karten ein bisschen vorgespult, damit ihr sehen könnt, wie sie alle auf einen Haufen aussehen, wenn man so 46 Karten zeigt. Ja, also ich bin froh, dass ich diesen Block mal benutzt habe. Ich habe den immer, ja, ich hab ihn immer in Gedanken gehabt. Ich fand den immer sehr, sehr schön und habe mir, ich wusste einfach nicht, was ich damit mache. Und jetzt habe ich mich doch für Karten entschieden, weil ich doch so gerne Karten bastel. Und ja, jetzt ist er alle. Die Reste sind weg. Das Cover habe ich noch ein bisschen aufgehoben für das Foto. Und dann nachdem ich das Video veröffentliche, ist es dann aber auch weg. Und ja. Hier sind die Karten. Mir gefallen am meisten die, wo so ein Peach dabei ist. Also die gefallen mir am allermeisten. Und Taub auch. Die auch. Ja, also ich mag halt eben diese Karten so gerne. Ich habe ja schon mal erwähnt, wenn mir etwas nicht so gut gefällt, würde ich das vielleicht zeigen. Wenn ich es so richtig für die Tonne finde, dann landet das auch in der Tonne. Ist diesmal nicht so gewesen. Vielleicht ab und zu mal verschnitten. Aber das, wenn ich mich verschneide, das hebe ich dann nicht auf, um das zu zeigen, weil es dann für mich kein Rest ist, weil ich manchmal damit auch nichts mehr anfangen kann. Joa, genau. So, ich blubber nicht mehr rum. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ja, wünsche dir noch einen schönen Tag und ja, bis zum nächsten Mal, ne? Ciao, ciao!